Uiuiui. Hi Freunde. Und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ich habe hier für euch die Fanta Exotic Beetlejuice Edition. Also, bleibt dran. Jo, Beetlejuice ist ja jetzt vor einiger Zeit im Kino gewesen und der ist auch richtig cool, erfolgreich. Ich finde den Film mega. Ich finde die Welt von Tim Burton einfach klasse. Ja. Und da gibt es mehrere Fantas. Zum Beispiel hier Fanta Exotic mit 5,6% Saft drin. Fanta ist am Start. Und diese Fanta hat... Also nehmen wir mal die ganze Dose. 86 Kilokalorien hat die ganze Dose und dafür aber auch 20 Gramm Zucker. Das ist einiges. Aber wenn man es auf 100 Milliliter runterbricht, dann sind es nur noch 6 Gramm Zucker. Also ist also vertretbar. Ich bin jetzt kein Exotik-Fan, aber das Design, da ist hier die Lydia, ist da drauf. Mehr Fruchtgeschmack. Ich meine, warum nicht? Warum auch nicht? Muss man auch mal getestet haben, so etwas. Es klingt ordentlich nach Dose. So kenne ich es, so brauche ich es. Und ich würde sagen, schenken wir ein. Oh. Oh. Für mich sieht das aus wie Fanta Blutorange. Ohne Scheiß. Kennt ihr noch die Fanta Blutorange? Es riecht auch ein bisschen so. Naja. Also, aber vom Design her, es sind ordentlich Bubbles am Start. Super, sehr schön gemacht. Ich würde sagen, gut, Fanta ist ja an sich was ziemlich Cooles. Und ich würde sagen, vom Design her, 5 Sterne gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, Prost. Es riecht echt wie Blutorange, Meerfrucht, Exotik. Es riecht nach Blutorange. Prost. Mmh. Oh, das schmeckt auch vordergründig nach Blutorange. Und es schmeckt, ja, aber es schmeckt, so stelle ich mir Exotik vor. Einen fruchtigen Tropical. Oder Tropical könnte man es auch nennen. Also ich würde es auch gern Tropical nennen. Genauso stelle ich mir das vor. Mandarinengeschmack, Zitrusfrüchtegeschmack, Ananasgeschmack, all das, was im Süden so vorkommt, die Geschmäcker aufeinander gestellt. Wunderbar, schön abgestimmt, nicht zu süß und nicht zu trocken, also nicht zu unsüß. Es ist schön abgerundet und es schmeckt gut, ja. Ich würde sagen, 5 von 5 möglichen Sternen beim Geschmack. Ja, das ist eine kurze Review. Jetzt seid ihr mal an der Reihe. Kennt ihr Fanta? Mögt ihr Fanta? Mögt ihr Beetlejuice? Mögt ihr den ersten Teil? Mögt ihr den zweiten Teil? Es gibt genug Leute, die sagen, ja, der erste, der war cool. Den zweiten finde ich kacke. Aber es gibt genau, hoppla. Es gibt genauso viele Leute, die sagen, ja, Beetlejuice sagt mir insgesamt nichts. Ich gehöre zu der Fraktion, ich würde sagen, der erste war cool, der zweite war mega, auch cool. Er hätte ein bisschen früher kommen können, so ungefähr vielleicht 3 Jahre oder 4 Jahre nach dem ersten. Und am besten bitteschön mit Christina Ricci als Tochter von ihr. Das wäre mega, also wär mega gewesen, diese Jenna Ortega, die man aus Wednesday kennt, die hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ich weiß nicht, aber ihr Schauspiel mag ich irgendwie nicht so sehr. Ja, für mich hat die ein TikTok-Video gemacht, wo sie ein bisschen rumtänzelt, das cool war. Und dann habe ich diese Wednesday-Serie gesehen und außer diesem Tanz war da eigentlich gar nichts mehr, was cool war. So, naja, Gott, vielleicht sehen, das ist nur meine Meinung. Wenn ihr die Serie feiert, sei es euch gegönnt. Ne? Ich feiere Beetlejuice. Ich habe den
im Kino gesehen, genau genommen habe ich ihn zweimal im Kino gesehen. Ich finde den einfach mega. Ja, und die Fanta ist auch cool. Ich glaube, ich habe noch irgendwo eine Fanta rumliegen, die ich noch testen muss. Naja, gut. Ich würde sagen, ja, lasst ein kleines Like da, lasst einen Kommentar da und bis demnächst. Gute Fahrt, Jungs und Mädels, und tschüss.